Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Cyberpunk im DLC Phantom Liberty. Wir haben jetzt gerade die Bar gefunden, The Moth. Dort werden wir reingehen und ich wünsche euch damit viel, viel Spaß, weil ich nicht weiß, was uns dort erwartet. Ah, Schmerzen erwarten uns auf jeden Fall. Mich erwarten Schmerzen, euch erwarten Schmerzen und vor allen Dingen alle Gegner erwartet Schmerzen. Denn es ist Sky Jim. Geil. Ja, das ist heute The Day of Pain. Der Hammer gestern, sag ich dir. Ein Hohlhaus nach dem anderen. Bis zur letzten Hand. Ja. Kleines Kind. Ich vermisse meine Schwester. Oh. Jetzt nicht gleich mit so einer sad Story hier anfangen. Vermisst meine Schwester. Du bist nicht die Schwester, richtig? Oh Gott. Ah, okay, da wird was geschweißt. Wo ist denn hier der Eingang von der Bar? Das war das. Sorry. Aber wir können mal ein bisschen Junk verkaufen, wenn wir gerade hier sind. Kennst du schon Lina Marlinas neuen BD? Super cool. Nimmt sie immer noch in den Stacks auf? Aber klar doch. Sie weiß einfach, wo sie herkommt. Lina Marlina. Ich bin so verknallt in sie. Haben wir, glaube ich, auch mal ein BD gesehen. Oder zumindest kennen wir auf jeden Fall. Der Name kommt mir bekannt vor. Also, ich werde mal ein bisschen Junkets verkaufen. Weil davon haben wir ja genug. Warum auch immer ich so viel habe. Gut. Bremsflüssigkeit weiß ich nicht, ob ich brauche. Brauche ich Desinfektionsmittel? Nein. So eine Scheren zum Beispiel brauche ich halt auch überhaupt nicht. Einen kann man ja mal in meiner Tasche behalten. So, und ein paar von den anderen Dingen habe ich einfach nur lieb gewonnen, aber ich brauche nicht 10.000 Kerzen. So viel Kerzen brauche ich dann auch nicht. Aber so ein paar Sachen mag ich doch sehr gern. So, siehst du, waren nämlich schon wieder 93 Öcken. Kleinvieh macht auch Mist. Ich war auch ein BD. Ich war auch eine harten BD. Burry Burger. Wo gibt's die harten BDs? Ey. Nee. Keine Ahnung, wer das gesagt hat. Wer hat das gesagt? Hm. Was hat der für ein komisches Tattoo? Das Arschgeweih andersrum. Ein Penisgeweih. Okay, kannst du so machen? Musst du aber nicht. Ich finde es schade, dass man denen nichts abkaufen kann. Ich würde ihnen halt voll gerne was abkaufen. So ein Comic zum Beispiel. Wieso spielst du nicht noch mit uns? Weil ich arbeiten muss. Siehst du das nicht? Auch so sad. Das ist blöd. Warum spielst du nicht mit uns? Weil ich arbeiten muss. Siehst du doch. Oh, mein Rücken. Au. Und du? Ach, so ist ein richtiger Bazar auf dem Boden. Den würde ich voll gerne was abkaufen. Wie geht's deinem Jungen so? Meinem Jungen? Ich habe keinen Jungen. Wer strippt? Niemand strippt. Meine Implantate haben sie gestern. Ich mache mir eher um die anderen Sorgen. Okay, eigentlich wollten wir die Bar. Aber ich finde es gerade sehr spannend. Oh, guck mal, da ist ein Waffenladen. Lass mal schnell in den nochmal reingucken, wenn wir gerade hier sind. Mit Menschenhaut ausgelegt ist? Was? Was? Wieso? Oh, der sieht ja auch krank aus. Wer soll ich sowas wissen? Der den Pelz gegerbt hat. Keine Ahnung, wovon du redest. Boah, so ein Tattoo komplett über den Kopf muss auch übelst wehtun. Komm schon, tu doch nicht so. Ganz Dogtown weiß, dass euch jemand beklaut hat. Pass du mal auf, wo du dich rumtreibst. Könntest in Scheiße treten. Oder ein leeres Grab. Ich würde ja voll gerne einmal rumlaufen, aber ich habe Angst, dass er... Der macht mir so ein bisschen... Ich habe Respekt. Ich würde mir sein Tattoo gerne von hinten angucken wollen. Was willst du? Aber sein Tattoo angucken. Aber ich habe Angst, dass ich dann eine Kugel zwischen die Augen kriege. Bist du von hier? Er antwortet nicht. Hä? Sie hat mit mir geredet. Kein Schwein in Dogtown ist aus Dogtown.
Was heißt überhaupt von hier? Was hat dir denn die Laune versaut? Weiß nicht. Vielleicht all die Jahre beim NCPD? What? Oder vielleicht die Kredithaie, die mir an die Eier wollen? Oder vielleicht die ganze Scheißstadt auf der anderen Seite der Mauer? Hat er gerade sein Musikinstrument zerstört? Schwer zu sagen, Chum. Okay, vergiss die Frage. Ruhig, Brauner. Es war trotzdem netter Sound. Du spielst echt gut. Spieltest. Jetzt ist er vorbei. Jetzt kaputt. Ich brauche Waffen. Kannst du mir was empfehlen? Kauf doch, was dir gefällt und quatsch mich nicht voll. Der weiß, wie man Kunden behandelt. Die Klöten gebissen. Ich werde nicht für Smalltalk bezahlt. Wenn du eine zuverlässige Knarre suchst, bekommst du die hier. Sonst gibt es nichts zu bequatschen. Okay, Tube, alles cool, mein Freund. Ruhig, Brauner, ganz ruhig. Also, wir hätten hier eine Smart-Pistole. Kannst du so machen, aber der hat ja auch echt stabile Preise. Steht wirklich 120.000 Öcken dran? Alter, willst du mich trollen? Warum ist die denn so ausgegraut? Militech Tycoon? Okay, krass. Die reizt mich ja. Aber sie, ich weiß halt nicht so von den Werten her. Kopfschuss. Oh, 150% Kopfschussschadensmultiplikator. Ich bin halt, ja, ich weiß, ich muss mehr. Scharfschützengewehr. Vielleicht kommen wir jetzt doch in ein Gespräch. Aber ein Tech-Scharfschützengewehr. Aber 114.000. Ich will nicht schon wieder eine teure Waffe kaufen. Und dann wieder kein Auto. Ich hätte halt voll gerne ein tolles Auto noch. Also unseres hier. Wir haben halt 170 Schaden. So. Und plus 300% Kopfschussschadensmultiplikator mittlerweile. Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wobei, der hätte auch 300. Aber unsere ist tatsächlich gerade ein wenig besser. Aber hast du Teile? Nee. Warum verkauft eigentlich keiner mehr diese legendären Item-Teile? Müssen wir die jetzt immer durch Zerlegen von Waffen bekommen? Ja, ne? Ich glaube, weil sonst, also vor dem Update war es tatsächlich ja so, dass wir diese legendären Item-Komponenten so herum, nicht Teile, dass wir die bekommen haben, auch aus Geschäften, gegen Geld. Offensichtlich gibt es das ja alles irgendwie nicht mehr. Ich könnte vielleicht ein bisschen Munition kaufen. Das ist cool. Schrotflinte habe ich nicht. Handfeuerwaffen, Scharfschützengewehr. Ich guck mal, wenn mir was verkauft. 7. Naja, dann nehmen wir halt 7 mit. Der Rest, ist okay, kannst du so machen. Der Nahkampfwaffen? Nee, wir müssen mal wirklich dann zu einem Händler mit Nahkampfwaffen. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Geileres. So. Was zum Teufel war das? Was zum Teufel war das? Was ist bei dir denn falsch? Gott. Das wäre alles. Gott, wer mich beobachtet, er macht mir einfach Angst, Freunde. Weg hier. Das müssen wir uns mal bei Tag angucken. Das ist krass. Vermisste Person. Meistens bestimmt lange tot. Aber solange ihr Foto hier hängt, hat man hier noch Hoffnung. Aber es sind so viele. Sie sehen aus wie Touristen. Wer wohl der Erste war? So aus Friedrichshain. Es gab mal einen Jungen bei Barkist, der verschwunden ist. Hansens Leute meinten, er ist desertiert. Seine Mutter hat denen kein Wort geglaubt und sein Bild überall in Doctown aufgehängt. Aber irgendwer hat sie wieder abgenommen. Am Ende war nur noch eins übrig. Das an diesem Baum. Wer weiß, vielleicht hängt es immer noch hier. Und der Junge? Wurde er je gefunden? Vergiss es. Kurz darauf war auch die Mutter verschwunden. Die sehen halt voll aus, so wie aus Berlin, ne? Wir standen hier schon mal im Dunkeln. Fand ich im Dunkeln auch ein krasses Flair mit dem Licht. Auch so Gebetsketten. Wir gucken uns das jetzt mal bei Tag an. Ich zoom halt extra mal rein, damit wir uns das mal angucken können. Das ist halt echt krass, ne? Aber irgendwie auch ein schöner Brauch. Er ist auf jeden Fall sehr beklemmt und sehr traurig. Aber es ist halt so ein Ort, wo du trauern kannst. Und wisst ihr, was ich halt so komplett krass finde? Es ist gefühlt der einzige echte, richtige Baum. Das hat halt damit gleich noch eine komplett andere Message, ne? Wenn du weißt, guck mal hier, das ist so gefühlt der einzige Baum, der halt auch noch gestützt ist. Siehst du das? Hier, zack. Okay, also wir wollten die Bar. Wobei hier auch sehr, sehr viele andere Geschäfte sind, Freunde. Aber da oben ist die Bar. The Moth. Und ich glaube, hier unten ist zugenagelt. Gucken wir mal, was uns da jetzt erwartet, Freunde.
Ah, Roboter. Wir wurden ja schon drauf vorbereitet. Oh Gott. Wie ist jemand wie du hier gelandet? Der Lippenstift! Meine Besitzerin hat mich Schrotthändlern abgekauft, mich aufgemotzt, mich umprogrammiert und mir dann ihren Geist eingehaucht. Lass die Erd mich verschlingen. What? Oder verwandle dies Gestalt, die Grund meiner Kränkung. Der Baum keucht noch ob des Unvollendeten. Und mit geschmeidigem Bast umzieht sich der schwellende Busen. Was? Deine Programmierung klingt uralt. Das darf sein, Schätzchen. Betörende Optik. Ich, also... Was hast du im Angebot? Das Beste, was du in Dirktown kriegst, Schätzchen. Okay, was haben wir denn da? Was ist das denn? Das sieht ja auch, das ist aus Slaughterhouse Jerky. Was haben wir hier? Deftige Fettuccine Alfredo. Eingestellt. Eingestellte Sachen sind aber richtig gut. Was haben wir hier? Exotische Überraschungsbeutel mit Flora und Fungi? Hä? Minus 30% Sichtbarkeit, minus 30% maximale Gesundheit. Also, ich bin weniger sichtbar, aber ich habe auch weniger Gesundheit. Okay, Sachen, die mich töten, sind generell nicht gut. Kreatinversetzter Proteinbarren. So, das zieht mir alles überall noch Sachen ab. Fish and Chips. Was haben wir hier? Erhöht die Speicherregeneration dauerhaft um 1%. Alter, auch 12.000 Öcken. Aber ich glaube, wir werden es uns jetzt mal gönnen. So. Aber nur, weil wir viel Cash hatten. So, Speicherregeneration dauerhaft erhöht. Warte bis zum Abend. Das sehe ich jetzt erst. Wir können uns natürlich die Zeit einfach ein bisschen draußen rumtreiben. Wir können aber auch einmal ein bisschen gucken. Wir können... What? Warte, oh, ich kann mich nicht bewegen, mein Rücken. Wir können was spielen. Nee! Was? Was mache ich denn damit? Ah, okay. Ah, ja. Ich weiß nicht, wen ich töten soll. Alter, ist das geil. Das ist einfach ein Spiel im Spiel. Kann ich das einsammeln? War das gut? War das schlecht? Ich weiß nicht. LM. Okay, ich glaube, das ist nicht gut. Mache ich das auf... Also, warte mal. L bewegen, schießen, springen, ducken, herunterlassen, Waffenwechsel. Ah, ich kann auch nach oben schießen. Okay, das ist gut. Ey, krank. Wow. Mist, Mist. Ja, unbedingt. Oh mein Gott. Ist ja richtig gut. Ich kann gerade nicht so hoch springen. Ich weiß nicht, ob ich das einsammeln soll oder... Ah, Mist. Ach Gott. Muss man erstmal reinkommen von der Steuerung. Kann man das einsammeln? Ah, nee, das ist eine Granate. Ja, das sollte man definitiv nicht einsammeln, Freunde. Aber Nahkampfwaffe habe ich auch nicht, ne? Ist das geil. Wir haben einfach... Können wir mal bitte festhalten, dass es ein Spiel im Spiel ist? Ladies and Gentlemen, es ist einfach ein Spiel im Spiel. Aber so Nahkampf kann ich immer noch nicht, ne? Boah! Fett. Trauber versorgt mich gerade mit den besten Waffen. Können wir mal festhalten, was das für ein geiles Scheiß-Ding hier ist? Alter! Da gibt's doch safe einen Endboss. Warte, Granate! Oh mein Gott! Yay! Ist das geil? Es ist einfach ein Spiel im Spiel. Oh. Gibt's noch ein Level? Oder war das alles? Oh, wie gut ist denn das, Freunde? Ich feiere es ja voll. Oh, haben wir jetzt auch noch fette Drohnen hier am Start.
glaube ja. Wow. Kann ich nicht runter? Doch, ich kann runter. Geiler Shit, Alter. Warte. Ich bin nach oben. Warte. Ah, renn. Ist das geil. Alter, ich lieb's. Ich kann halt leider nicht beschleunigen und rennen. Das ist so ein bisschen dumm. Ey, richtig geil. Ich glaube, ich kann mein Leben gleich mehr. Ist das geil. Alter, das ist richtig fett. Voll mein Spiel. Oh, Medipack. Medi. Muss ich schnell machen. Je schneller wir machen, desto schneller. Ich hätte gerne nochmal so einen Granatenwerfer. Scheiße. Auch geile Waffe. Finde ich da noch was Geiles raus? Mega. Ist halt die Frage, wie viele Stages hat das Game? Richtig geil. Wie kommt man denn auf sowas? Ich hab's so oft bei diesen Automaten geguckt, ob man da irgendwas machen kann. Nix. Wow. Das hat nie funktioniert, ne? Ich habe so oft geguckt, ob man da was machen kann. Eine Drohne. Meins. Mist. Da unten ist echt scheiße. Alter. Nein, ich bin tot. Aber es ist auch geil, dass man da mal wieder respawnen kann. Yes. Bitches. Können wir das Ding hier mal oben jetzt ausschalten, bitte? An das Teil da oben nicht ran. Ich bin gleich tot, ich sehe das jetzt schon. Ah, endlich. Wow, was ist denn hier los? Ich brauche alles. Ich brauche einfach alles. Und hier reinrennen kann ich natürlich auch nicht. Die Waffe ist scheiße, warte. Die ist besser. Warte. Alter, es hört aber auch nicht auf, ne? Es hört einfach nicht auf. Es hört sich auf, warte. So. Da wird doch ein Schuh draus. Ist das geil? Ey, können wir bitte drüber reden, wie geil das ist? Ist doch voll meins. Ah, ich bin tot. Ich werde hier unten jetzt erledigen. Scheiß Drohne. Ich weiß, ich stelle mich unfassbar schlecht an. Es tut mir richtig leid. Mist. Na. Ja, okay. Wir kriegen jedes Mal Punkte abgezogen, wenn wir respawnen. Finde ich aber nicht schlecht. Mich interessiert. Also, finde ich jetzt nicht schlimm. Mich interessiert halt auch voll, wie es weitergeht. Oder wir probieren es irgendein anderen Mal nochmal. Können wir natürlich auch machen. Ey, was war denn das für ein Stage hier jetzt? Boah. Mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da unten. Wer bin ich, wo bin ich und wie viele? Traumateam holt die Frauen ab. Und die Leute. Das ist gut. Also, wir haben jetzt mehrere Ebenen auf jeden Fall. Wir müssen wahrscheinlich immer ein bisschen nach oben kommen. Da wird die nächste abgeholt. Was sind das? Ich jetzt noch eine. Das habe ich jetzt. Bin ich safe? So ein bisschen, ne? Ah, jetzt verstehe ich. Wir müssen immer hier bleiben, bis zu dem Punkt, wenn die abgeholt werden. Der wird halt auch jetzt abgeholt. Und dann gibt es immer was. Okay, alles klar. Okay, das Teil ist geil. Ah, ich darf nicht runterfallen, glaube ich. Ich laufe einfach mal weiter. Aber können die auch getötet werden? Nee, ne? Ich glaube nicht. Oh, das war Pause. Warte mal.
Mist! Wo bin ich denn jetzt? Hä? Ganz, ganz dummer Ort hier. Okay, das heißt, du musst immer warten, bis die Karre hier war, also bis das Traumateam da war. Falsch. Ich wollte auf Waffe wechseln. Ach Mist. Naja, man soll auch aufhören. Pass auf, wir wählen jetzt mal zurückgehen. Ich lasse es mal auslaufen. Ey, was für ein geiles Spiel. Ohne Witz, ne? Ich weiß, dadurch haben wir halt einen schlechten Highscore. Aber mich hat jetzt erstmal interessiert, wie die Level ausgesehen haben. Ey, wie cool ist denn die Geschichte? Okay, geil. Ist aber nichts, was wir spielen können, oder? Echt jetzt? Ah, wie geil ist denn das? Okay, was muss ich machen? Ich muss einfach nur springen? Was ist denn das für ein Monsterpferd? Alter, was? Okay, wir müssen springen. Was macht das Pferd? Ich kann nicht mehr. Ich sterbe. Oh Gott, was ist das denn? Greifvogel? Alter, was? Stimmt mit diesem Pferd nicht. Ah, so ist der richtige Doppelsprung. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay, ich hab's verstanden. Ist das geil. Achso, bei Karottentanz ist ganz komisch. Auf den Vorderbeinen. Alter, ach Mist. Ich muss anders springen. Aber guck mal, wie hat es jetzt in den Highscore geschafft? Geil. Das Mädchen macht wieder das Pferdespiel. Ist das lustig? Warum haben die denn jetzt hier richtige Games drin? Alter, das feiere ich ja. Aber warum läuft dieses Pferd so komisch? Warum läuft es da vor... Also, können wir bitte drüber reden? Warum läuft es so, wie es läuft? Geben die Karotten noch mehr Punkte? Nicht? Sind wir dann schneller? War eine knappe Nummer. Gesehen? Kann nicht alles mitnehmen. Manche Sachen muss ich auslassen. Ah! Ich nehme die Karotte. Man muss halt nicht alles mitnehmen. Wichtig ist, dass wir überleben. Später. What? What? Was? Wie Stunden später? Was? Nächstes Level. Wo sind wir denn jetzt? Mittelaltermarkt? Das Pferd hört gar nicht mehr auf zu rennen. Ich kann nicht auf die Folgenzeit gucken. Doch, 23 Minuten. Okay. Knapp. Rum. Was ist das denn? Oh Gott. Also es wird definitiv gefährlicher. Ey Leute, ich lieb's. Alter. Pass auf. The Crow. Ich kann euch leider jetzt gar nicht angucken. Ich muss mich richtig hart konzentrieren. Wer ist das? Geralt? Aber wir steigen wir in dem ein. Oh nee, okay, wir probieren es irgendein andermal nochmal. Ey, ich feiere es ja richtig. Ist das geil. Ey, das ist richtig gut. Was? Das war Plötzenrennen. Danke, dass du Plötzenrennen gespielt hast. Wir hoffen, du hattest damit viel Spaß. Falls du es nochmal versuchen willst, vergiss nicht, dass die besten Spieler tolle Preise erhalten. Viel Glück. Du hast es in die Top 10 geschafft. Jetzt wird es ernst. Gib nicht auf, denn in den Top 5 erwarten dich Nova-Preise. Das ist jetzt der persönliche Ansporn, das wisst ihr, ne? Du hast den 9. Platz erreicht. Die Top 5 sind gar nicht so weit weg. Dich erwarten tolle Preise. Alter, wie geil ist denn das? Können wir bitte mal festhalten...
Das ist ja geil. Ich liebe diese Bar. Können wir bitte festhalten, dass ich diese Bar jetzt schon über alles mag? Und hier ist Essen, als wäre es für uns dahin drapiert worden. Wenn ich jetzt noch ein Auto kaufen kann... Ah, ist bestimmt das Klo, ne? Ja, Tatsache. Es ist das Klo. Midi-Pack. Dankeschön. Beklaue ich die Bar jetzt auch noch, weißt du? Was steht da dran? Ich lese ja unfassbar gern Klowände, ne? Corpo stole my soul. Corpo sucker? War ich das? Ich glaube ja. No future. Sinnfragen, die man sich auf Klo stellt, Freunde. Das wäre auch lustig, wenn wir jetzt Billard spielen könnten. Aber an und für sich eigentlich eine lustige Bar. Hier darf ich wahrscheinlich nicht rein. Ich tue es mal wieder, weil ich es kann. Sieht gar nicht schlecht aus. Mir gefällt die Bar. Klein, fein, niedlich. Essen klauen. Das kann ich auch. Kann ich das aufmachen? Schade. Hier ist ein PC. Und vielleicht haben wir hier noch was in den Schränken. Hier zum Beispiel. Eine Hose. Noch eine Hose. VR-Brille. Ich habe gerade das, die Leute beklaut. Ich bin so eklig. Ich bin einfach eklig. Nachrichten. Wir gucken mal, was hier drin steht. Zuwachs im Zwinger von Alex und Saggy. Hansens Köter schwören hier rum wie ein aufgescheuchter Hornissen. Wie ein aufgescheuchter Hornissen? Oh, vielleicht auch wieder mit polnischem. Hansens Köter schwören hier rum wie ein aufgescheuchter Hornissen. Die rekrutieren wie Blätter und kaufen im Stadion Kampfimplantate in rauen Massen. Irgendwas ist los. Reden deine Informanten? Ich habe gehört, dass der Colonel ein großes Treffen mit Käufern und Verbündeten plant. Vielleicht will er dafür nur mehr Security. Nee, an der Sache ist definitiv mehr dran. Die bauen neue Posten auf Verstecken, die existierenden, und setzen an wichtigen Orten noch extra Wachhunde ein. Die Luftüberwachungssysteme sind in höchster Alarmbereitschaft, als würden die einen Raketenangriff oder so erwarten. Vielleicht irre ich mich ja auch, aber ich wollte dir trotzdem Bescheid sagen, weil es definitiv ungewöhnlich ist. Bis dann. Okay, Roboter-Software. Von Daphne an Phoenix. Hey, ich melde mich nochmal wegen dieser Software-Sache, über die wir letztens gesprochen haben. Der Roboter steht bereit. Du müsstest die alte Programmierung löschen, damit keine Spur des vorherigen Besitzers auf der Platte bleibt. Dann müsstest du alle neuen Daten von dem Splitter... Alle neuen Daten von dem Splitter hochladen, den ich vorbereitet habe. Und diese Software muss fehlerfrei funktionieren. Der Roboter wird an der Bar arbeiten und Kunden bedienen, also darf daran nicht gespart werden. Ja, das haben wir gesehen. Also gefühlt irgendwie Shakespeare mit einprogrammiert. Trinken oder nicht trinken, das ist hier die Frage. Sie soll ja nicht glitschen oder abstürzen, während sie Leuten heißen Kaffee einschenkt. Ja, vor allen Dingen auch beim Bezahlen. Das wäre doof, wenn sie dann demjenigen eine Summe sagt, der mit ihr quatscht und sie dann vergisst, dass sie dass sie Geld einziehen muss. Das wäre auch ein bisschen geschäftsschädigend. Ich werde alles selbst überprüfen, bevor ich sie mit der Arbeit anfangen lasse. In Ordnung? Sorry, aber sowas wie fehlerfreie Software gibt's einfach nicht. Vor allem nicht bei so komplexer Software. Das ist kein Taschenrechner. Da kannst du nicht immer perfekte Ergebnisse erwarten. Manchmal wird sie abstürzen. So ist das einfach. Ja, genau so. Aber ich kann dir blitzschnell einen Kundenservice versprechen. Wenn sie ausgeht, schicke ich dir einen Patch. Oder ich komme sogar selbst vorbei, um den Hotfix zu installieren und einen heißen Kaffee zu trinken. Außerdem werde ich die alte Software löschen. Der Bot wird sich anfühlen wie neu. Glaub mir, ich mache immer gute Arbeit. Ja, und Hamlet war wahrscheinlich irgendwie so gefühlt das günstigere Paket. Ach Leute. Also hier, Autofixer. Werden unsere Träume jetzt vielleicht wahr? Also, werden unsere Träume wahr? Ich weiß gar nicht, was ich haben wollte. War das ein Rayfield? Ich hatte ja so eine krasse Karre. Diese hier. 102.000. Oh, wir haben gerade... Wir kriegen Rabatt, Freunde. Wir kriegen Rabatt. 24% Rabatt würden wir bekommen. Der Caliburn. War das unser Auto, was wir haben wollen? Ich glaube, das war die Karre. Also, ruhig. Alle ruhig sein. Wir gucken uns alle Autos. Ich kaufe jetzt ein Auto. Aber ein schönes, nicht so ein zusammengeschrammeltes. Ich weiß, da draußen gibt es vielleicht auch Leute unter euch, die toll finden. Aber ich bin einfach...
ich bin tatsächlich so, wenn ich jetzt so in der Realität beschreiben müsste, was ich so für Autos mag, dann ist es halt tatsächlich wirklich Lamborghini, die halt, es muss halt einfach auch von der Optik schön sein. Klar, von innen drin, Ausstattung, Technik, all möglich, nicht pipapo, aber es muss halt auch einfach, es ist wie eine Handtasche, du musst es sehen und sagen, ich werde dich auf ewig lieben. Oder Schuhe, weißt du? So. Und der Rest muss natürlich auch stimmen. Performance, Leistung. Ist ja wie beim Gerät auch so, ne? Und Ferrari vielleicht auch, aber es wäre halt wirklich mehr Lamborghini. Sorry, ne? Deswegen habe ich keinen Führerschein. Weil alle Autos, die mir gefallen, kann ich bitte leisten. Auch nice, aber so eine Karre haben wir ja schon. Ich glaube, es wird wirklich auf den 100, auf das krasse Auto hinauslaufen. Auf das krasse Auto. Und ich hätte voll Bock, mir den jetzt zu kaufen, Leute. Und danach, wenn wir dann nochmal so viel Geld bekommen oder zusammenbekommen, ist es einfach noch ein krasses Apartment. Aber ich habe jetzt Bock auf eine richtig geile Karre. Auf die sparen wir schon so lange. Ja, es ist der Caliburn. Ich gucke natürlich trotzdem alles einmal durch. Oh, oder war es der? Oh, oder war es der? Für Muammar ab. Ist das der gewesen? Oh, der ist auch nice. Riptide Terrier. Du kannst entweder über die guten alten Zeiten jammern oder im Hier und Jetzt leben, so wie Herrera. Der spanische Autohersteller hat gerade ein verbessertes Modell des Riptide herausgebracht. Oder wir holen uns das danach. So als zweites Ziel. Wir müssen ja hier erst Missionen abschließen. Darin befindet sich ein Hybridmotor mit fast 800 PS. Da wird schon ganz in meinem Mund. Darf ich das mal so sagen? Wir können es leider nicht vergrößern, ne? Mit fast 800 PS. Eine magnetische Aufhängung und eine Fernbedienung für die Hinterachse, was auch immer das genau sein soll. Von außen bekommt man die Karosserie des altbekannten Neomilitarismus, die mich regelrecht zu Tränen rührt. Kauft ihr das Teil, bevor ich das selbst behalte. Ja. Der ist ja fast schon wieder sehr günstig mit 69.000. Aber den finde ich auch nicht schön. Pass auf, wir kaufen uns zwei. Wir schließen, warte mal, wir schließen einfach dann noch ein paar Missionen ab von Muammar. Muammar. Ich würde sagen, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir den schon mal in der Hand hatten. Also, ob wir den schon mal unterm Arsch hatten. Motorräder, auch nice Geschichte. Aber was denn sonstiges? Ah ja, die Geschichte. Ey Leute, es wird jetzt ein Rayfield. Mir war so, als hätte ich den geil gefunden. Ja, es wird der. Was ist denn mit den Iron Dive Genevieve? Ich weiß, es wird der rechte auf jeden Fall. Aber warum ist der teurer? Was ist an dem krasser? Nicht genügend Geld. Aber ist denn da noch genügend Geld? Ach, guck mal, der ist ja noch teurer. Aber der ist gerade runtergesetzt. Ey Leute, das ist sogar ein Schnäppchen. Wir können jetzt ein Schnäppchen machen. Also, ich finde den gar nicht, dass der so langgezogen, ne? Aerondite Genevieve. Dieser Rayfield Aerondite Genevieve gehört. Es tut mir leid, wir müssen das jetzt da. Brauchen wir. Kaufst du ja nicht alle Tage ein Auto in Night City. Wir müssen das jetzt richtig zelebrieren und erstmal das Heft, das Beiheft durchlesen. Ich würde es schon feiern, wenn wir das einfach aus so einem krassen Autostore kaufen, weil das ist jetzt auch viele, die vielleicht sagen so, boah, warum gibt man viel Geld für gewisse Sachen aus? Ja. By the way, bei mir fällt dieses Jahr Weihnachten aus, weil wir kein Weihnachtsgeld bekommen. Und das ist das Einzige war, was mich immer so ein bisschen an Weihnachten hat fühlen lassen. Weil ich ja niemanden habe, wo ich hingehe. Ich bin Weihnachten alleine mit Bunny. Aber so, sehr traurig. Und das war sonst immer so ein bisschen das, wo bei mir so Weihnachten... Ich weiß, das hört sich für viele total komisch und wahrscheinlich auch nicht nachvollziehbar an. Aber wenn ich mir dann halt so ein teureres Teil... Also natürlich abhängig von der Summe, die man bekommt. Aber lass es mal irgendwas, ein Schmuckstück für 200 Euro oder sowas sein. Jetzt werden alle sagen, ach, ist da doch nichts. Ist halt extrem viel Geld. Aber was du halt drumherum hast, ist einfach auch diese Kauf-Experience. Das ist jetzt nichts, wo du jetzt online irgendwo hingehst und sagst, das Stück will ich jetzt so kaufen. Nein, da gehst du in den Laden und ziehst dich natürlich auch entsprechend dann an, weil dann wirst du einfach auch wie Etepetete, finde ich, ist mal wirklich richtig geil, so komplett oberflächlich, dass sie dir den Arsch auslecken bis zum geht nicht mehr, finde ich mal wirklich geil. Das ist halt wirklich so eine Experience, wo du einfach denkst so, pff, ja,
für diesen Einwurf. Es ist total dumm. Ich weiß, es ist richtig dumm. Es ist einfach richtig dumm. Aber bei vielen Sachen lohnt es sich. Also, wo mache ich das? Zum Beispiel bei einer Handtasche? Wobei ich keine 1.000-Euro-Handtaschen besitze, würde ich, glaube ich, nee, also, ne. Aber wenn es denn mal eine ist, die vielleicht 400 Euro, das ist halt schon wirklich extrem viel Geld. Und die habe ich dann auch jahrelang und nutze die auch episch lange. Habe ich auch wirklich nicht viel, so, nicht, dass ihr jetzt ein falsches Bild bekommt. Und das vermisse ich hier jetzt so ein bisschen, dass man so diese Kauf-Experience, du kommst halt in so einen krassen Store rein, kriegst vielleicht noch ein Schnäppchen oder irgendwas, umsonst. Du siehst halt, wie der Mitarbeiter um dich kämpft, dir den Arsch reinkriecht, einfach so, weil wenn du schon mehr ausgibst als, weißt du, wie ich meine? Das fehlt mir ein bisschen, das ist ein wenig herzlos gemacht, aber gut. Ja, und der hier, den finde ich halt ein bisschen langgezogen. Ja, da fällt mir ein. Es gibt keinen Weihnachten dieses Jahr. Also, Aerondite, deswegen gebe ich jetzt Geld hier in Cyberpunk aus. So, machen wir das so. Aerondite Genieware. Ja, wichtig ist, dass man Essen hat, dass man Dach über dem Kopf hat, dass man sich Heizung leisten kann und dass man Kleidung hat, so, ne? Das sind so die Grundsachen, dass ich vor allen Dingen, dass Odin gesund ist, dass ich ihm Essen kaufen kann. Das ist mir tatsächlich, ja, und dass meine Rückenschmerzen vielleicht so, ne? Das sind so die Sachen. Daher ist es auch mal okay, wenn es mal so ein Jahr ist. Aber es heißt halt, dass für mich nächstes Jahr auch der Urlaub ausfällt. Gut, ich habe mich dieses Jahr nach etlichen Jahren ausfallen, mal wieder dran gewöhnt. Also ich hätte mich dran gewöhnen können. Aber okay, es ist so, wie es ist. Also, dieser Rayfield Irondite Genieware gehört, also, ne, solltet ihr genau in so einer Situation sein, halten wir zusammen hier online. Halten wir zusammen. Also, gehörte vorher dem argentinischen Botschafter. Okay. Aber da unten herrscht jetzt wieder Kriegsrecht. Und das Einzige, was den Typen zu Hause erwartet, ist eine Schlinge um den Hals. Also hat er seinen ganzen Besitz vertickt und sich aus dem Staub gemacht. Wollte nicht mal mit mir verhandeln. Schlaues Kerlchen. Also, wenn du auch schlau bist, greifst du jetzt zu den Eddies. Weil das hier eine einmalige Gelegenheit ist. Das Schmuckstück ist eine echte Seltenheit. Am Ende des Tages will doch jeder was Besonderes sein. Auffallen, bemerkt werden. Du doch auch. Mit einem Aerondite ist die Aufmerksamkeit garantiert. Ja, aber es wird tatsächlich nicht der, sondern es wird der. Ich weiß, dass wir den uns schon mal zusammengeklaut haben. Einfach 102.600 von 135.000. Das ist auch ein richtiges Schnäpperchen. Aber warum ist der Kelly Burner jetzt im Angebot? Hast du ein paar Eddies rumliegen, die du gerne verballern möchtest? Vielleicht hättest du Bock, dir einen Kelly Burner zu kaufen. Ja, richtig gelesen. Einen waschechten Kelly Burner. Damit tauche ich den Doktor auf. Ja, nee, ist klar. Uff, damit hätte ich voll Bock, vor die Tick-Tick vorzufahren, weil es so richtig auf. Also, wunderschönes Auto, ein echtes Meisterwerk. Bei so einem Wagen wünscht man sich, man könnte Sex mit einem Auto haben. Können wir doch einfach Schaltknüppel und, ja, egal. das hat sie nicht gesagt, nein, hat sie nicht. Sollte die BD-Industrie echt mal dran arbeiten, gehörte vorher dem CEO von Cytec. Aber der Vollidiot hat es verkauft, weil, ich zitiere, nur arme Leute fahren Autos, die über 2 Jahre alt sind. Scheiße, ey, nach der Definition wäre ich gerne arm. Jetzt hoffe ich, ja, das hast du aber auch ja bei High Society, wenn es heißt, irgendwie, ich wurde einmal in ein paar Schuhe fotografiert. Finde ich krass. Also dieses Denken sollte halt definitiv auch aufhören, ne, dass die mal auch ein bisschen nachhaltiger anfangen zu denken, weißt du? Richtig krass. Ich habe letztens, das war letzte Woche, glaube ich, als ich meine Winterschuhe gesucht habe, ein paar Schuhe gefunden von ganz, ganz unten, die ich, glaube ich, nur ein oder zweimal getragen habe, die auch ich bestimmt die letzten 2 Jahre schon nicht in den Händen hatte. Und dadurch, dass sie mir auch, also dass sie erstens komplett neu aussahen und ich sie auch so selten getragen habe, war für mich der Moment, als hätte ich sie neu gekauft. So habe ich es jetzt auch verbucht und dachte mir, ey geil, du hast einfach ein krasses neues Paar jetzt. So muss man das sehen. Also wenn ihr zu viel Klamotten habt, packt sie einfach in die letzte Ecke und freut euch dann ein paar Jahre später. Da ist es natürlich gut, wenn man qualitativ ein bisschen was Besseres bekommt und kauft, wenn es möglich ist. Ach, es ist schwierig. Unsere Gesellschaft und uns, es ist alles einfach verkackt und verkorkst. Ja, es ist einfach alles. Egal. Also, ich will jetzt dieses Auto haben. Scheiße, ey, nach der definiert. Achso, ja, jetzt hoffe ich bloß, dass dieser Caliburn ein schönes Zuhause bekommt, weil er das echt verdient hat. Meld dich einfach, falls du Interesse hast. Wir haben immer noch 8.900 irgendwas Ecken, ne? Leute.
müssen dieses Auto jetzt angucken. Wir müssen es angucken. Wir müssen zu diesem Auto. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Kann ich raus? Achso, hier, warte. Wo komme ich raus? Ich bin völlig verwirrt. Ich muss dieses Auto sehen. Wo ist denn hier der Ausgang? Himmelarsch. Hier? Auch nicht. Wo komme ich denn hier raus? Ah, da. Hier. Oh, Leute. Wir haben jetzt ein krasses Auto gekauft. Ich muss dieses Auto. Achtung, hier spricht Kurt Hansen. Halt's Maul! Gute Nacht, ich muss mein Auto angucken. Mein neues Auto, mein krasses Auto, mein... Alter, da ist ein Doktor, weißt du? Wo schicke ich denn das hin? Das Licht. Geh weg. Hier hin. Ich kann mein Auto nicht rufen. Warum nicht? Wo kann ich mein Auto rufen? Ich muss hier raus. Warte. Ich muss mein Auto... Jetzt sofort. Ich weiß, ich wollte nicht in die Bar gehen. Entschuldigung! Ja, das war Absicht. Ich muss zu meinem Auto, zu meinem neuen. Alter, ich bin jetzt richtig im Wahn. Ich stürze schon wieder was ab. Hier ist ein Platz und hier ist Licht. Da, Calibar. In Dogtown. Diese Karre, Alter, ne? Weißt du, darüber erzählt ihr, dass sie sich nichts zu essen leisten kann und sie hat hier einfach so eine krasse Karre rumstehen. Alter, es ist so ein schönes Auto. Es ist... Du musst dich doch auch mal wehren. Es ist so... Oh, Leute, guck doch mal. Oh, dieser... Oh, ich bin geblendet von dieser Schönheit. Das ist meine Karre jetzt, Leute. Durch Dogtown, Alter. Da. Ich will es nur mal schöner platzieren. Komm, jetzt Beauty Shot. Es ist zwar nicht der beautifulste Ort. Mach's nicht kaputt. Stop. Ich bin gerade richtig happy, ne? Ihr wisst, wie lange ich so eine krasse Karre haben wollte, ne? Und das, finde ich, ist tatsächlich auch so unfassbar schön in diesem Spiel umgesetzt, dass man halt wirklich richtig viele Missionen machen muss, dass man halt wirklich den Eindruck hat, nicht von wegen, ja, ich habe jetzt einfach mal irgendwie ein geiles, also eine geilere Karre, sondern scheiße, ja, ich muss dafür richtig viel machen, um mir dieses Teil leisten zu können. Und das ist so hübsch. Ich weiß, viele werden wahrscheinlich gar nicht so das fühlen, was ich jetzt fühle. Aber es ist... Oh, ich weiß, es ist ein fucking Auto in einem Spiel. Aber es ist einfach gerade mein ganzer Stolz. Ich habe mir diesen Rayfield so lange gewünscht. Ich habe mir so lange gewünscht. Oh, Leute. Ey, wir müssen damit eigentlich aus Dogtown mal eine Runde rausdrehen. Wir müssen damit eigentlich mal eine Runde raus. Wirklich eine Runde raus. Das tut mir voll leid. Wo sind denn die Tore? Oh, warte mal. Ist da schon wieder die Kiste abgestürzt? Pass auf. Ja, ich weiß. Wir wollten in die Bar, aber unsere Folgenzeit ist ja jetzt eh völlig... Ich will jetzt hier nicht langfahren. Ich will auf richtigen Straßen fahren. Und wir müssen einfach kurz eine Runde Probe fahren. Solange das hell ist, solange es einfach hell erleuchtet ist. Ich hoffe, dass wir den Ausgang finden. Oder wir teleportieren uns jetzt schnell irgendwo hin. Lass uns mal kurz auf der Karte gucken. Ich muss auch speichern. Hier wäre das so ein Spot, ne? In der Crest Street. Da. Genau, pass auf. Wir teleportieren uns jetzt an einen richtig krassen Ort. Ich teleportiere mich ja nicht oft, wisst ihr, ne? Aber... liegt das jetzt an diesem Ding drin? Da will ich jetzt ungern rein. Warum ist das so, wie es ist? Mann. Gibt es noch einen anderen Ort? Wait. Der ist jetzt ungünstig. Ich möchte jetzt nicht mein Leben lassen. Oh, hier wäre eins gewesen, ne? Ach, Mist. Warte, da drehen wir um. Ich weiß, da ist eine Kiste. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Aber ich will jetzt die Karre testen, Freunde. Komme ich hier nochmal raus? Hallo? Ich häng fest. Gestorben, weil sie Auto fahren wollte. Shit. Mist. Komme ich jetzt hier weg? Ach, Dreck. Ich komme hier nicht mehr hoch. Hier noch, haben wir noch raus. Warte.
Ich muss aufpassen, dass wir nicht in den falschen Bereich reinlaufen. So eine krasse Schießerei habe ich jetzt keinen Bock. Lass mich. Don't do it. Mann, Alter, warum ist hier so viel Mist im Weg, Mann? Himmelarsch. Okay, schnell. Schnell. Da, 300 Meter, 275. Entschuldigung, ich laufe jetzt wie so ein aufgescheuchtes Huhn hin und her. Gut. Also zumindest. Richtig gut. Ich habe einfach mein Traumauto mir gerade gekauft. Und das andere, was es uns da anzeigt, vielleicht nochmal danach. Ich hätte halt Bock auf eine richtig krasse Luxuswohnung dann noch. Ich meine, sie hat sich ja verdient. Guck mal, die macht so viel, die arbeitet so hart. Und sie gehört einfach auch zur Oberliga. Und Oberliga fährst einfach auf vernünftiges Auto. Entschuldigung. So, 70, 60. Ah, Mist. Oh, ich war die ganze Zeit schon hier in der Nähe. Okay, pass auf. Ziel auswählen. Also. Wo ist denn hier so die High Society? Watson war das nicht? Um Watson rum? Oder ist das hier? Wo ist denn diese richtige teure Luxusgegend? Um Arasaka rum? Aber zum Arasaka Tower will ich jetzt auch ungerne. Pass auf. Wir werden uns jetzt einfach hier mal Berkeley Bay. Yes. Pass auf. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spot ist. Einfach nur bei Tageslicht das Auto einfach mal testen. Weil ich weiß, wir hatten es schon mal geklaut. Und wir rufen es jetzt. Und ich war der Meinung, das fährt sich halt echt cool. Da drüben. Was macht's denn da drüben? Es ist so schön. Das Auto hat sich ausgesucht, wo es Platz hat. Hä? Aua! Da mobbt irgendjemand mein Auto. Können wir mal bitte drüber reden? Wo ist denn der Rest von meinem Auto hin? Wie gewonnen so zerronnen oder was? Hallo? So habe ich das aber nicht bestellt. Und vor allen Dingen, guck mal, wo kommt denn die Kratzer her? Das ist neu. Ich wollte es testfahren gerade. Die Kratzer habe ich da nicht reingemacht, ne? War die Straße gerade frisch gemacht oder was? Ich habe dezenten Bug gefunden, Freunde. Ey, das gibt's jetzt nicht, oder? Wie viel habe ich gerade dafür ausgegeben für dieses Auto? Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Das ist jetzt nicht... Liegt da ein Teil von meinem nagelneuen, krassen, teuren Auto? Ich weine. Ich weine. Was zum Fick ist das? Ich weine gerade innerlich, ne? Komme ich aus meinem Auto raus, ist die Frage. Was ist das? Ich weine, Alter, das gibt's doch nicht. Wenn dich das Spiel einfach hasst und mobbt, können wir da bitte mal drüber reden? Warum? Und ich sage noch, nö, durch den Dreck von Barges will ich mit diesem tollen Auto nicht fahren, weißt du? Dann versicke ich hier warum auch immer irgendwo im Asphalt. Ich laufe zu einem anderen Spot. Ich lasse es bis dahin teleportieren in der Hoffnung, dass... Und vor allem die Kratzer... Lass es bitte jetzt normal fahren. Ich krieg ja eine Krise. Nein, falsches Auto. Nein, das wollte ich nicht. Ich will das. Ich will den Caliburn. Das gibt's doch nicht, ne? Steht das jetzt unten? Alter, mein Auto macht, was es will. Können wir da bitte drüber reden? Aua! Was jetzt? Das war so jetzt auch nicht geplant. Was passiert denn hier schon wieder? Ich brauche einfach ganz schnell bitte irgendein Auto. Jetzt ist es ein Fluchtfahrzeug. Kann das bitte jetzt mal schnell kommen? Da. Alter. In your face. Renn zu dieser scheiß Karre. Alter, das gibt's doch nicht. What the fuck? Es ist ganz... Nee, da fehlt eine Tür. Wo ist denn die Tür hin? Das gibt's doch nicht. Warum ist die Tür weg?
wollte es einfach nur testen. Ich... Oh, ich muss einfach fahren. Die Verdächtige ist noch in der Nähe. Ja, ja, die Verdächtige sucht ihre Autotür. Ich habe so viel Geld ausgegeben, Alter, und jetzt fehlt diese faschisten scheiß Autotür. Willst du mich verarschen? Können wir bitte reklamieren? Entschuldigung, oh, sorry. Das Fahrzeug der Verdächtigen wurde gefunden. Details übermittelt. An alle Einheiten im Sektor. Die Verdächtige ist weiter auf der Flucht. Ach, hier geht's nicht weiter. Scheiße! Fuck. Kurzschluss. Wir müssen... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Springe ich jetzt? Können wir schwimmen? Ich habe keine Ahnung. Einfach rein. Können wir bitte festhalten, dass das nicht so aussehen sollte? Wir können übrigens auch mal mehr tauchen. Jetzt hänge ich im Wasser fest. How I ended up in this situation. Leute. Aber vielleicht finden wir ja noch irgendwas Geiles unter Wasser. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir an Land kommen. Oh, Leute, ne? Wie dumm kann irgendwas laufen? Wie dumm kann... Warum bin ich einfach ins Wasser gesprungen? Ich weiß auch nicht. Das war Kurzschlussreaktion. Einfach Kurzschlussreaktion. Oh, Mann! Was war mit meinem Auto? Können wir bitte einmal drüber reden? Ich wollte einfach nur ganz normale Bar gehen. Einfach nur in eine komplett normale Bar, weißt du? Und am Ende lande ich hier in dem Siff. Bin 120.000 Euro Dollar ärmer und hab eine Karre, die gleich irgendwo feststeckt. Oh. Nächstes Mal, erinnere dich bitte dran, wenn ich sage, nein, den Doktor, machen wir sowas nicht. Ja, das, wie soll ich sagen, wird es doch vielleicht machen. Hier ist auch nur Dreck, ne? Wobei das auch gerade sehr spannend ist. Krass wäre es, wenn jetzt hier irgendwelche Leute auftauchen würden. Wir können auch schnell schwimmen. Das erinnert mich daran, wir hatten ja mal eine Mission im Wasser, ne? Oh, Leute, ne? Also, wie das Ganze weitergeht, ob unser Auto doch noch ganz auftaucht, werden wir herausfinden ab der nächsten Folge. Klickt euch also unbedingt rein, wenn ihr das auch nicht verpassen wollt. Und bis dahin, genießt den Tag und seid ein wenig glücklich. Ich werde hier noch ein bisschen rumschwimmen.